Also die Kombi ist eine absolute Katastrophe. Nicht nur, dass er irgendwelche Indoor-Fußballschuhe für die Halle angezogen hat. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, es hat nicht allzu lange gedauert. Ich war eigentlich überrascht davon, wie schnell es ging. Ihr wisst ganz genau Bescheid, letzte Woche habe ich Bescheid gegeben, ein neues Format zu gründen. Ich hatte die Idee, ein neues Format zu gründen. Es hat 2 Tage lang gedauert und wir haben insgesamt über 1700 Abonnenten nur auf dem Kanal Maximilian Worst Fits erreicht. Ein Haufen an Bildern wurde hier eingesendet. Witzigerweise wurden hier auch Bilder eingesendet, die keinen Worst Fits entsprechen. Also ihr habt ja auch Bilder geschickt, wo ich gedacht habe, ja, wenn ich da ein richtig stabiles Foto rausschicke, dann kriege ich da Props und kriege auch Follower, weil ich hier einen Shoutout für stabile Outfits bekomme. Nein! Absolut nicht, es geht hier um die Worst Outfits und ich habe hier die Top 5 herausgesucht und gemeinsam werden wir uns jetzt eure peinlichsten Outfits aussuchen. Wie ich schon gesagt habe, es geht hier um Outfits, bei denen ihr euch beim Anziehen gedacht habt, ja, heute rocke ich alles, heute gehe ich am Laufsteg und jetzt nach einer Zeit später denkt ihr euch, what the fuck habe ich bitte hier angezogen? Ähnlich wie mein Platz 5. All der Outfits, die ihr mir geschickt habt. Und zwar dieses Bild hier. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Wollte einfach mal beim Minigolf spielen so richtig flexen und hier nicht nur durch Leistung, sondern auch durch sein Outfit überzeugen. Scheinbar ist es um einiges kälter geworden, als er sich überlegt hat, denn die Jeansjacke wurde bis zum obersten Knopf zugeknöpft und auch die Farbkombi ist eine absolute Katastrophe. Also wir haben hier eine blaue Jeansjacke in einer Farbvariante, die ich selbst noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ist das stonewashed oder hat man da versucht, irgendwie eine Auswaschung zu erzielen? Keine Ahnung. Kombiniert mit einer wunderbaren grauen Jeans und roten Bergsteigerschuhen. Also an Farbvariation nicht mehr zu toppen, doch es ist noch zu toppen, nämlich mit dem richtigen Gesichtsausdruck, den man einfach macht, wenn man weiß, man ist heute so richtig geil am Start. Sexy and I know it verrät mir hier dieses Gesicht, der absolute Babo beim Minigolf spielen und auch sein kleiner Bruder daneben ist richtig hart am Flexen, weil er weiß, ja, wir sind die ärgste Golfspieler-Crew. Richtig nice, verdient Platz 5. Wir kommen zu meinem Platz 4, ein sehr, sehr junger Flexer, also ein kleines Hypebeast, was hier... Es ist einfach zu witzig, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Hier ist das Bild einfach mal eingeblendet. Wir haben hier alles am Start. Einfach mal ein Oversized Shirt, das hier irgendwie auf Obelix-Style mit einem Off-White-Gürtel ummantelt wurde, so dass man den Gürtel drunter noch bei den Ansätzen erkennen kann. Eine Goldkette natürlich dazu, Babo-mäßig am Start, der richtige Flexer. Und ein Babe-Mundschutz. Mundschutz natürlich gerade zu Hause immer besonders wichtig, wenn man beim eigenen Kleiderkasten steht. Man könnte sich ja Krankheiten wie SARS, Ebola, Trippe oder AIDS einfangen. Okay, AIDS ist vielleicht zu viel. Oder die Vogelgrippe einfangen. Also völlig verständlich, dass man hier im eigenen Kinderzimmer die Schutzmaske, die Atemschutzmaske von Babe natürlich aufsetzt. Also richtig am Flexen der Bruder. Hinten kann ich dann noch eine BVB-Fahne erkennen. Vielleicht sogar mit Absicht abgestimmt mit diesem Off-White-Gürtel. Und daneben hängt noch das Supreme-Shirt, einfach nur um zu zeigen, hey, ein Supreme-Shirt habe ich auch noch, ich habe es nur heute nicht an. In dieser Kombi verdient der Platz 4 meiner Meinung nach. Jetzt, liebe Freunde, kommen wir zum Platz Nummer 3, das erste Mädel in unserer Riege und sie kann auf alle Fälle mithalten. Also auch sie hat sich richtig geil gefühlt, als sie an diesem Tage mit diesem Outfit hier das Haus verlassen hat. Die Kombi finde ich Bombe. Nicht nur der Gesichtsausdruck im Sinne von, ja, ich bin's, das Girl, die Prinzessin, ich habe heute mein richtig geiles Outfit an. Nein, wir haben hier auch einen wunderschönen Minirock, der über eine Strumpfhose angezogen wurde, um hier nochmal den Bauch zu präsentieren. Und eine Weste übergeworfen, sollte es an diesem Tage doch etwas zu kalt werden. Also sie ist sich ihrer Sache auf alle Fälle sicher, verdient Platz 3. Leute, die Luft wird immer dünner, wir kommen zum Platz Nummer 2 und dieser Platz geht an dieses Hypebeast hier. Also die Kombi ist eine absolute Katastrophe. Nicht nur, dass er irgendwelche Indoor-Fußballschuhe für die Halle angezogen hat, nein, er hat sich gedacht, die schwarze Leggings kommt am besten, wenn man weiße Adidas-Socken darüber anzieht und
dann auch noch eine Sporthose. In weiß gehalten, mit gelben Nuancen, also wirklich wunderbar abgestimmt. Vor allem, finde ich, schlagen sich die roten Schuhbänder dazu überhaupt nicht. Also sehr, sehr farbversierter junge Mann. Wir finden dann nochmal einen weißen Hoodie, passend zur weißen Sporthose und den Adidas Socken und eine Jacke drüber. Ich glaube, das ist eine College-Jacke. Wir dürfen hier aber auch nicht vergessen, dass dieser junge Mann auch noch eine schwarze Cap und eine schwarze Sonnenbrille auf hat. Also wunderbar abgestimmt das Ganze. Für mich so ein bisschen in die Richtung Dodgeball-Spieler. Hat was Eigenes. Super finde ich auch, wie das Ganze fotografiert wurde. Also man merkt hier, dass versucht wurde, ein High-Beast-Foto für den perfekten Insta-Post zu gestalten. Also ich erkenne hier Motivation. Für mich verdient Platz Nummer 2. Wer war nochmal? Ah ja. Kleiner Trommelwirbel bitte. Liebe Freunde, wir kommen zu Platz Nummer 1. Und diesen Platz Nummer 1 hat sich der Junge... Wie heißt er? Weißt du das noch? Ja, aber ich bin ein Screenshot dabei. Okay, okay. Und diesen Platz hat sich verdient der junge Ralfi abgeholt. Mit seinem Outfit und seiner Gestik im Sinne von ich bin der größte motherfucking Modeking, den die Welt jemals gesehen hat. Auch mit einem Depp versehen und wunderbar darunter ein grüner Smiley zu erkennen. Abgestimmt mit... Sind das Adidas? Nein, ich habe keine Ahnung, was das für Schuhe sind, aber roten Schuhen mit dem grünen Pullover dazu, der Jacke und einfach dem Depp. Finde ich wirklich ein richtig nices Outfit, würde ich persönlich selbst auch so tragen, wenn ich nach draußen gehe. Also für mich ein verdienter Platz Nummer 1. Wir haben aber so viele weitere Sendungen von euch bekommen, liebe Freunde, die wir jetzt alle noch aussortieren. Es wird hier nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir Maximilians Worst Fits reviewen. Nein, es gibt sehr, sehr viele Fotos und ich bitte auch euch, mir eure Fotos einzuschicken. Auf dieser Instagram-Seite suchen wir eure besten Fotos heraus und die finden dann Platz in diesem Format hier. Wir haben heute richtig schlimme Outfits reviewed. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Vergesst auf keinen Fall ein Like dazulassen, wenn es war, und schickt mir eure peinlichen Outfits. Vielleicht schafft ihr es ja ins nächste Video. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian.